Wo auch immer Sie die Bergzeit sehen, das sind Orte, die wir jetzt ansteuern. Spektakuläre Strecke, besonderer Crosslauf am Filzteich. Sonnige Fläche, Wasserspiel am Sonnenbad. Und schöner Platz aus der Reihe Wann war das? Glück auf zusammen. Wer sich fürs Erzgebirge interessiert und deswegen Stammzuschauer dieser Sendung ist, wird's wissen. In Geyer sind in den vergangenen Jahren zwei neue Plätze entstanden. Einer wurde am 10. November 2022 übergeben, ist also noch gar nicht so lange her. Entstanden war zuvor mit einer Gesamtinvestition von knapp 240.000 Euro eine Fläche zum Verweilen, die den Namen Polmerplatz trägt. Dort gibt es mehrere Sitzgelegenheiten und Grünflächen. Auch der Polmer Gedenkstein, der an die heimatverbundenen Brüder Manfred und Karl-Hans Polmer erinnert, ist dort zu finden. Doch wann war das mit dem zweiten neuen Platz? Ein Fall für unsere Frage zum Mitdenken am Mittwoch. In Geyer am 1. Juni des Jahres, Die Stadt hat ihr Aussehen verändert. Wo einst der bayerische Hof stand, ist ein Platz entstanden. Das Schmuckstück wurde an diesem Tag feierlich an die Öffentlichkeit übergeben. In seiner Ansprache ging der Bürgermeister von Geyer, Harald Wendler, ausführlich auf die Historie des bayerischen Hofes ein, der letztendlich ein Fall für die Abrissbirne wurde. Wir wollen wissen, wann war das? In welchem Jahr erfolgte im Zentrum von Geyer die Übergabe des Reinhard-Boge-Platzes? Die Auflösung gibt es am Ende der Sendung. Die neu gewählte Regionalversammlung Erzgebirge der IHK Chemnitz tagte zu ihrer konstituierenden Sitzung. Alter und neuer Präsident des Gremiums ist Gerd Bauer. Der geschäftsführende Gesellschafter der Kurz Bauer GmbH mit Sitz in Aue-Bad Schlema wurde für weitere 6 Jahre in seinem Ehrenamt bestätigt. Außerdem wurden Roland Richter von der Regionalverkehr Erzgebirge und Max Jankowski von der Gießerei Lößnitz sowie, nicht im Bild, Ricarda Lorenz von der Thermalbad Wiesenbad Gesellschaft für Kur- und Rehabilitation aus den Reihen der Mitglieder in das Präsidium gewählt. Sie nehmen fortan ihre Arbeit als Vizepräsidenten der Regionalversammlung auf. Insgesamt 30 engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer aus den verschiedensten Branchen wollen der erzgebirgischen Wirtschaft eine Stimme geben und sich gemeinsam für die Belange der Unternehmen einsetzen. Das Kaufland im Erzgebirgscenter in Annaberg schließt für mehrere Wochen. Das berichtet zuerst die Freie Presse. Grund sind bereits laufende Umbauarbeiten. Laut Zeitungsbericht bleibt der Markt vom 26. Juni bis 12. August dicht. Unter anderem sollen in dieser Zeit die Rolltreppen ins Untergeschoss ausgetauscht werden. Am Filzteich in Schneeberg wird in diesem Jahr das 90-jährige Bestehen als Strandbad gefeiert. Nicht nur Schneeberger zieht es hin. Für viele ist der Filzteich eine Badestelle, die besonders viel bietet. Daher ein Strandbad Deluxe. Doch der wahre Luxus ist relativ. Und so ging vergangenen Sonntag der Silberstromer Cross Deluxe Erzgebirge nach der Premiere im vergangenen Jahr in die zweite Runde. Rund 1500 große und kleine Matschläden jagten durch das grossig-waldige Gelände. Wer sich einen Filzteichbesuch ganz anders vorstellt, bekommt im Laufe der Sommersaison auch jede Menge andere Angebote.
Schon am kommenden Wochenende steigt hier die absolute Party. Das Filzteichfest verspricht vom 9. bis 11. Juni Spaß mit Live-Musik und hochkarätiger Artistik sowie für die Kinder 30 Hüpf- und Erlebnisburgen. Baden gehen kann man auch. Zum Start des Silberstromer Cross Deluxe Erzgebirge hatte das Wasser am Vormittag des 4. Juni eine Temperatur von 18,6 Grad Celsius bei einer Lufttemperatur von knapp über 17 Grad. Der Polizei wurden mehrere verfassungsfeindliche Schmierereien in Oelsnitz-Erzgebirge gemeldet. Unbekannte hatten Bänke und Rückwände im Bereich zweier Bushaltestellen in der Pflockenstraße mit 5 Hakenkreuzen und einem Z-Symbol versehen. Zu mehreren Sachbeschädigungen entlang des Radweges zwischen Thalheim und Meinersdorf kam es in der Nacht auf Dienstag. In der unteren Hauptstraße in Thalheim wurden an einer Baustelle 2 Verkehrszeichen entfernt und in den nahegelegenen Fluss Zwönitz geworfen. Weiterhin haben Unbekannte am Radweg 2 kürzlich gepflanzte Bäume ausgerissen und 2 Abfallbehälter beschädigt. An der B180 in Meinersdorf entfernten Unbekannte 2 Leitpfosten, 2 weitere wurden beschädigt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten in Oelsnitz, Thalheim und Meinersdorf gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stolberg unter der Telefonnummer 0372 96 900 zu melden. Die Freizeittipps in der Bergzeit. Termin für das jährliche Familien- und Waldfest an der Konradswiese in Lauter ist der 10. Juni. Zusammen mit dem Erzgebirgszweigverein Lauter gestaltet der Forstbezirk Eibenstock ein Programm rund um den Wald, die traditionelle Holzverarbeitung, die Pilzbestimmung und das erzgebirgische Handwerk. Es gibt in diesem Jahr Kettensägenschnitzen, Baumklettern und den beliebten Kilosägenwettbewerb mit attraktiven Preisen. Die Eröffnung des Familien- und Waldfestes an der Konradswiese ist 10 Uhr. Die Zufahrt mit PKW ist möglich. Im Ergebnis der Erzgebirgischen Jugendkulturtage sind die Schnitzereien und Klöppelarbeiten noch immer im Museum für bergmännische Volkskunst in Schneeberg zu sehen. Die Mädchen und Jungen haben sich, neben traditionellen Umsetzungen, bei ihrer Themenwahl auch gesellschaftlich relevanten Aspekten zugewandt. Die Sonderausstellung kann noch bis zum 9. Juli in Schneeberg besucht werden. Am König-Albert-Turm zwischen Grünhain, Bayerfeld und Bernsbach startet am 11. Juni die musikalische Open-Air-Saison 2023. Bis September lädt der Tourismuszweckverband Spiegelwald zu insgesamt 7 Sonntagskonzerten ein. Der Eintritt zu allen Konzerten ist auch in diesem Jahr frei. Den Auftakt machen am kommenden Sonntag 14 Uhr die Schwarzwasserperlen aus Bernsbach. Wasserspiel in Schwarzenberg. Der Stadtteil Sonnenleite macht seinem Namen alle Ehre und lädt in doppelter Hinsicht ein zu einem Sonnenbad. Einerseits ist das im August 2011 neu eröffnete Schulschwimmzentrum unter dem Namen Sonnenbad bekannt. Andererseits lädt der Platz vor der Schwimmhalle an schönen Tagen ebenso zum Sonnenbaden ein. Ein auf 2 Flächen aufgeteilter ebenerdiger Springbrunnen macht mit seinen insgesamt 18 Fontänen das Verweilen angenehm. Der Platz neben der Schule in Schwarzenberg-Sonnenleite wurde begleitend zum Bau des Sonnenbades neu gestaltet. Neben dem Springbrunnen laden 7 von Baumkronen überdachte Sitzgruppen zum Platznehmen ein. Liebhaber erzgebirgischer Weisen kennen die Zschorlauer Nachtigallen.
1923 von Kantor Albert Hänig in Zschorlau als Schulmädchen-Gesangsquartett gegründet, begeisterten die jahrzehntelang ihr Publikum in aller Welt mit Liedern aus ihrer erzgebirgischen Heimat. Runde 100 Jahre später hat Moderator und Autor Steffen Kind ein Programm zusammengestellt mit viel Musik, mit Episoden, Filmsequenzen und Weggefährten. Jetzt am Sonnabend bringt er es auf die Bühne, und zwar im Kulturhaus Aue, wo die Nachtigallen in ihrer Karriere die meisten Menschen begeistert haben. Schauen wir aber erstmal in den Ort, wo alles begann, nach Zschorlau. Nicht um Musik, sondern um eine Bank neben einem Bergbaurelikt geht's uns dabei. Du steht eine Bank. Wer diese rustikale Sitzgelegenheit in Zschorlau aufsucht, hat sich wahrscheinlich an eine Stätte der erzgebirgischen Bergbaugeschichte begeben. Direkt am Fördergerüst des bekannten Türkschachtes kann man Platz nehmen und in die Ferne schauen. Hat man sich an der Natur und dem, was von Zschorlau von hier zu entdecken ist, satt gesehen, sollte man sein Interesse auf den Standort der Bank richten. Die Fundgrube Türk mit ihrem weithin sichtbaren Bergbaurelikt gehört zum Schneeberger Bergrevier. Im Bergwerk wurde über mehrere Jahrhunderte Silber, Kobalt, Wismut und zuletzt auch Uran gefördert. Das eiserne Gerüst im Norden von Zschorlau wurde 1982 zum Denkmal erklärt. Wir sind Ihnen noch die Antwort auf unsere Frage, wann war das schuldig? In welchem Jahr erfolgte im Zentrum von Geier die Übergabe des Reinhard-Boge-Platzes? Die richtige Antwort muss lauten, das war 2019. Wir haben die Ereignisse der damaligen Zeit nochmal zusammengefasst. In Geier am 1. Juni 2019, wo einst der bayerische Hof stand, erstreckt sich ein neuer Platz. Das Schmuckstück wird in diesen Tagen feierlich an die Öffentlichkeit übergeben. Was ist dem vorausgegangen? Am 3. April 2018 besucht Landrat Frank Vogel die Stadt Geier. Er übergibt dem Bürgermeister Harald Wendler einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 250.000 Euro. Die Fördermittel werden für den Rückbau des ehemaligen bayerischen Hofes am Altmarkt der Bingestadt verwendet. Erbaut wurde das Gebäude im Jahr 1865 als Gasthof. Dieser trug zunächst den Namen Schwarzes Ross. Um 1900 wurde das Gebäude dann zu einem Hotel umgebaut. Das bekam den Namen Bayerischer Hof. Später verkam das Gebäude, das man dann als Clubhaus kannte. Am 21. September 2017 kaufte die Stadt Geier die Immobilie im Zuge einer Zwangsversteigerung. Erste Schritte waren die Verkehrssicherung und Absperrungen mit Bauzaunfeldern. Noch 2017 beginnen die Verhandlungen über einen Rückbau des Gebäudes. Der ist dann im Sommer 2018 in vollem Gang. Geier verliert das markante Objekt. Nach jahrzehntelangem Leerstand sind für das einstige Clubhaus im Zentrum der Stadt die Stunden gezählt. Abbruch mit anschließender Neugestaltung der frei werdenden Fläche. Am 1. Juni 2019 wird in Geier der neue Platz feierlich übergeben. Er entstand nach einem langen Weg mit Brunnen und Wasserspielen für die Jüngsten sowie Bänken, die zum Verweilen einladen. Das neu gestaltete Areal ist ein Blickfang in der Mitte des Ortes. Dazu tragen auch die Anpflanzungen um den Platz bei, ebenso die Bäume auf dem Platz. Zudem wurde ein Ort geschaffen, der in der Adventszeit als Standort für die Pyramide dienen kann.
Zwei Tafeln werden bei der Feier am 1. Juni 2019 enthüllt. Eine zeigt Reinhard Walter Boge. Nach ihm wurde der Platz im Zentrum von Geyer in Reinhard-Boge-Platz benannt. Eine weitere Tafel erinnert an das Gebäude des Bayerischen Hofes. 2019 war heute das von uns gesuchte Jahr. In der Bergzeit am Donnerstag geht es weiter mit dem Geschehen im Jahr 2023, unter anderem mit dem Festumzug in Affalter. Das Ortsjubiläum hätte dort aber schon 2021 gefeiert werden sollen, doch dann kam bekanntlich, wie bei so vielen anderen Plänen, auch Corona dazwischen. Außerdem in der Bergzeit am Donnerstag Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin, Glück auf! Stimmung, Spaß und gute Laune. 9. bis 11. Juni. Silberstrom-Filzteichfest am Strandbad Filzteich in Schneeberg. 3 Tage musikalische Highlights und ab Samstag Spaß für die ganze Familie mit 30 Hüpf- und Erlebnisburgen. Samstagabend Feuerwerk, Lasershow und atemberaubende Hochseilartistik der Geschwister Weisheit. Tickets ab sofort erhältlich. Vorteile mit der Silberstrom-Card. Weitere Infos unter silberstrom.de. 9. bis 11. Juni. Silberstrom Filzteichfest in Schneeberg. Sie sind kreativ, interessieren sich für Medien und haben Lust auf berufliche Veränderung? Kabeljournal sucht Medienberater für das Erzgebirge und das Umland zur Weiterbildung in den Bereichen Print, Fernsehen und Online-Social Media. Bewerbung einfach per E-Mail an büro@kabeljournal.de. Medienberater, ein vielseitiger, sicherer und interessanter Job bei Kabeljournal ErzTV. Heimat, Wissen, aktuell. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Stimmung, Spaß und gute Laune. 9. bis 11. Juni. Silberstrom-Filzteichfest am Strandbad Filzteich in Schneeberg. Wir haben dafür gesorgt, dass sie in Verbindung bleiben. Dass unsere Kinder weiterlernen können. Dass sie ihre Geschäfte erledigen können. Wir haben sie entspannen lassen. Spielen lassen. Haben Spaß gebracht und manche Langeweile bekämpft. Dafür haben wir uns richtig krumm gemacht, für Highspeed-Internet bei Ihnen zu Hause. Über Ihr Fernsehkabel mit KM3. Bestellen Sie jetzt Ihren Anschluss an die Zukunft mit KM3. Verfügbarkeit, Beratung, Tarife und Bestellung auf km3.de, per Telefon oder bei einem unserer Servicepartner vor Ort. KM3 – Ihr Anschluss an die Zukunft.